zur Pressekonferenz nach dem TSV 1860 München gegen den Halleschen FC. Endstand 1:0. Ich begrüße beide Trainer und gebe unserem Gast das erste Wort. Ja, hallo zusammen. Erstmal Glückwunsch an 60 zum Sieg. Ja, eine sehr, sehr intensive Partie, wie ich finde, aber trotzdem einige Phasen, keineswegs unfair. Ich glaube, dass es von beiden Seiten sehr intensiv war und wir haben ein paar Minuten gebraucht, ins Spiel reinzukommen. Genau gesagt hat uns das Tor, das irgendwie aus dem Nichts auch fällt. Wir haben eigentlich den Ball schon geklärt und dann köpfen wir von der Mittellinie wieder vor 16 oder was auch immer. Und da ist die individuelle Qualität, so einen Freistoß da reinzuschießen, ist für unseren Torwart nicht zu halten gewesen. Da sind wir ein bisschen aufgewacht und haben dann angefangen, auch mehr zu investieren und mehr auch vor das gegnerische Tor zu bringen. Dann haben wir eine Riesenchance, wo der gegnerische Torwart, der Richter, sensationell pariert. Ich meine, das war schon mit die Parade, die ich bis jetzt in dieser Liga gesehen habe. Und dann auch an die Latte raus. Ja, wir haben uns nicht aufgegeben, das Ergebnis hat es auch nicht zugelassen. Wir wussten, wenn wir ein Tor schießen, dann geht noch mehr. In der zweiten Halbzeit hat man schon gemerkt, dass da einiges gehen kann, dass die Fans ein bisschen unruhig geworden sind. Wir haben versucht, im Rahmen unserer Möglichkeiten den Ausgleich zu erzielen, hatten auch da ein, zwei Gelegenheiten, dass wir in der Euphorie auch mal was zulassen werden. Ist ja klar, bei so einer Qualität, die 1860 hat, ist es nie weg zu verteidigen. Unterm Strich würde ich sagen, dass das 1860 München das auch verdient gewonnen hat, weil sie eben das geschafft haben, was im Fußball am schwierigsten ist, das ist ein Tor zu machen. Und das haben wir leider nicht geschafft. Für uns waren sehr viele positive Sachen zu sehen, dass wir hier auswärts mit der Personaldecke, die wir hatten, uns nicht aufgegeben haben und weiter gespielt haben und sehr viel investiert haben, hätten aus meiner Sicht auch einen Punkt verdient gehabt, aber das ist heute leider nicht so gekommen und von daher nochmal Glückwunsch an 1860 und für uns geht es da weiter. Danke. Danke, Aki, dein Fazit? Ja, hallo zusammen. Wir haben ja vor dem Spiel gesagt, das ist keine leichte Aufgabe. Sein wird, das wussten wir, so ist auch gekommen. In den ersten 20 Minuten war alle intensiv gestanden, hat sehr zielstrebig nach vorne gespielt, sehr schnell nach vorne gespielt, schnelle Konter gespielt. Da war für uns ein bisschen der Respekt da. Dennoch hatten wir gute Ballpassagen, ohne die großen Chancen zu haben. Nach dem 1:0 hatten wir dann gestanden. Tatsächlich Glück gehabt, dass da wir auch sehr gut hält. Können aber 2:0 machen, eine Riesenchance von den Lagen machen. Ja, um da ein bisschen mehr Ruhe zu bekommen, haben wir nicht geschafft. In der zweiten Halbzeit haben wir uns ein bisschen reindrücken lassen. Da hat Halle in aller Macht mit viel Brechstange auch zum Teil auch versucht, nach vorne zu kommen, schnell nach vorne zu kommen. War nicht einfach. Mussten sehr viele intensive Duelle führen, aber da hatten wir keinen Druck auf den Ball. Haben uns ein bisschen reindrücken lassen. Nach Ballgewinn hatten wir nicht die Ruhe gehabt, weil in der Enge des Spielfeldes natürlich der Druck auch groß war, um dann für Entlastung zu sorgen. Und die 4, 5, 6 Konterchancen, die wir hatten, haben wir schlampig ausgespielt. Ja, und in Summe kann man sagen, dass die Mannschaft alles für den Sieg getan hat, sich für den Sieg gearbeitet hat und mit den ein, zwei Chancen, die Halle hatte, die natürlich gut waren, auch das nötige Glück hat, heute zu gewinnen. Dankeschön.